gewonnen. Dritter Lauf zur deutschen Rallye-Meisterschaft. Jetzt hier stehen wieder Berg. Also man hat bei Sachsen gemerkt, ihr habt getestet. Du kommst mit dem Auto immer besser zurecht. Was hast du dir vorgenommen? Was habe ich mir vorgenommen? Dass wir natürlich mit dem Auto weiterkommen und uns weiterentwickeln können und noch mehr Speed aufbauen können. Und vielleicht das, was wir zuletzt zur Sachsen gezeigt haben, bei dem kurzen Auftritt fortführen können. Okay, gibt es hier irgendwas an Prüfungen, wo du sagst, das liegt mir, das liegt dem Auto besonders gut? Ja, kann ich so schlecht sagen. Die haben alle ziemlich den gleichen Charakter. Ich mag jetzt die Freitagsetappe ganz gut, weil sie ist noch etwas selektiver als der Samstag. Aber sonst ist nichts Spezielles. Dein Ziel? Top 5? Ja, wäre schön, nicht klar. Gut, wir sind gespannt und verfolgen das. Danke. Auch er kommt stets besser in Schwung mit dem Skoda Fabia. Wie war es auf deiner Vormittagsschleife? Ja, die war nicht so gut. Wir sind eigentlich zu weiche Reifen gefahren und hatten auf der ersten Prüfung einen kleinen Ausrutscher ins Feld. Das hat ein bisschen das Vertrauen genommen und jetzt müssen wir ein Reset machen und fahren mit einer anderen Abstimmung weiter. Mal sehen, wie es geht. Aber ein vierter Platz ist ja nicht so schlecht. Ja, sicher. Aber wie gesagt, man versucht ja immer das Optimum aus sich rauszuholen und ja, und das sollte jetzt wieder funktionieren, das wäre super. Okay, toi toi toi, danke. Thank you.